Und willkommen zurück zu Company of Heroes. Und wir schicken am besten zu unserem verwundeten Freund. In der letzten Folge haben wir gesehen, was er alles angerichtet hat. Ja, 19 Kills, aber die Artillerie, die hat halt viel gemacht und dank dem haben wir einsetzen können und zwar sehr gut. Und wer sich wundert, dieser Haubitzenbeschuss, meine ich, kommt von den Schiffen, denn die bombardieren ja und seitdem haben wir das, also muss der von den Schiffen kommen. Ja, dann holen wir uns am besten gleich noch einen Special Agent, einen zweiten. Doch nicht, weil Bevölkerungslimit erreicht. Das heißt, zwei Leute müssten noch sterben bei mir. Zwei. Wir sind Hey, hier, da um ist den eine Einheit mit Notstand zwei eine Mission Leuten. zu erteilen. Bewegung, Leute! Ach ja. Los! Köpfe Nein. runter! Sollen die wirklich... Ja, ich Okay, glaube, dann lasst uns mal bevor ich sehen. die selbst eliminiere, ist immer noch besser, wenn es der Gegner macht. Ist schon so gut wie erledigt. Ach, die Waffen kann ich nicht aufnehmen. Nein. Wir haben schon Los! eine Bard oder nein, sogar zwei Browning. Die Köpfe runter! Naja. Die Köpfe runter! Und wie wir das einnehmen werden. Ja, genau, dann nehmen wir das eben ein. Nein, doch Los! nicht. Da waren Mörser. Gib mir Feuerschutz! Obwohl, Rein er in die schmeißt eine Sicherung! Granate. Hey, zuhören! Wir haben Verluste. Oh, beide schon weg. Ja gut, oder auch nicht. Auf jeden Fall können wir uns jetzt einen weiteren Special Agent anfordern. Da ist auch schon einer, glaube ich. Ach ja, schon schön. Verstärkung kommt gleich alles dorthin. So, alles dahin laufen. Und den schicken wir am besten Scharfschütze, hör rein. direkt dorthin. Ja, Moment, erstmal dorthin. Und ich werde noch kurz was in Optionen machen. Vielleicht Musik. War doch ein bisschen leise, glaube ich. Das kann man alles noch ein bisschen lauter machen. Ist das jetzt ein bisschen zu laut? Warum gehen die alle auf den? Das nervt. Seht euch mal die ganzen MGs hier an. Ach ja. Ja, ich werde trotzdem noch mal ein bisschen leiser machen. Es war doch etwas zu viel des Guten. Ein wenig reparieren und wo ist er denn da? Dann Scharfschütze, gleich mal sichere Stellung. los. Breche Sobald er ein Abwehr bisschen... ab und verlagere die Stellung. Ja, sobald er ein bisschen weiter vorne ist, kann ich ihn gleich Halt mir tarnen. zu. Ihr Ranger. Ich kann keine Waffen aufnehmen. Der Krieg gewinnt sich nicht Alle von voll. selbst. So, jetzt Scharfschütze, tarnen. bereit Ich für den Einsatz. möchte ja Scharfschütze, wechselt Position. schließlich nicht, dass der entdeckt wird. Bogeyman in Bewegung. Hier, Scharfschütze. Ja, ich Und gehe. mit dem werde ich nichts mehr einnehmen, weil er ist schon Rang 2. Und hat ganz, ganz, ganz wenig Leben, wie man hier sieht unter dem Bild der Lebensanzeige. Ja, fast nicht mehr vorhanden. Bei dem schon. Reparaturen Keiner? abgeschlossen. Brecherangriff ab. In Auch Bewegung. gut. Scharfschütze wechselt Hier Richtung. sollte auch keiner mehr sein, aber man weiß ja nie. Sicher ist sicher. Ich glaube, an dieser Stelle sollte ein Krater sein, aber da fehlt die Kratertextur. Weil ich glaube nicht, dass wenn da was einschlägt, dass die Steine dann einfach noch so aussehen, so gut. Naja, ein kleiner Fehler, also. Ich denke, es ist ein kleiner Fehler, weil so schaut es doch gleich viel, viel besser aus. Ja. Fällt mir halt irgendwie auf gerade. Komme aus der Deckung. Ja, Nimm mein genau, komm aus der Zielpunkt, Deckung. Scharfschütze. Ich gehe mit Scharfschütze Eroberung. wechselt Stellung. Wir erobern den Punkt. Es sind sogar Bevölkerungslimit. Daher sind auch die zwei vorhin oder mussten sterben. Und hier
Nein, ein Panzer. Er sieht mich nicht. Und hier oben ist unser Ziel. Naja, wir hauen Artillerie drauf. Jede Salve kostet auch nur 150 Munition. Aber wir kriegen auch nur 79 pro Minute. Hey, Motor zerstört. Ach Mann, komm. Einer noch, Mann. Toll. Toll. Naja, er kann sich nicht mehr bewegen. Das geht auch. Solange der nicht irgendwie ein MG dran hat, aber ich glaube nicht. Können wir das auch machen, und die in dem Haus können wir auch nicht gut ausschalten, weil andere Seite. Naja, hauen wir halt nochmal Artillerie drauf. Vielleicht trifft es beide Sachen, Panzer und Gebäude. Man kann ja nie wissen. Hauptgeschütz zerstört. Komm, wie lange hältst du noch aus? Oh, jetzt nicht mehr. Ja. Hat schon ordentlich Schaden genommen. Wir gehen jetzt am besten von da oben rum. Oben rum. Scharfschütze wechselt Und Position. greifen dann von hier aus an. Von hier aus dürften wir nicht welche treffen können. Da drinnen sind sie ja. Ja, hier geht's eben nicht, weil keine Fenster da sind. Brecherangriff Ist ja ab. nicht ganz In so toll. Bewegung. Der wird mich nicht mal bemerken. Aha, ja. Okay. Moment, erstmal nicht Okay, ich schießen. gehe ja schon. Habe Du alles. Nun nicht, denn, Scharfschütze, du jagen nicht. wir ihnen ein wenig Angst ein. Der wird mich nicht mal bemerken. Veteranenstatus erreicht. Komm, schieß doch. Der wird mich nicht mal bemerken. Halte wie befohlen. Man achte auf den Fuß. Hoho. Uhuhu. Uhuhu, dem geht's schlecht. Dem geht's wirklich schlecht. Ui. Aber auf jeden Fall ist ja auch ziemlich leise in der Map. Muss man hören, wenn ich nichts sage, dann ist da wirklich nichts. Ist auch nicht so oft, dass es so leise ist. Hallo? Da lebt nur noch einer, der verfehlt beide. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Schön. Wechsle Stellung. Am besten nicht schießen jetzt auf das Teil. Es macht doch noch ordentlich Schaden. Und wir hauen diesmal Artillerie direkt drauf. Denn jetzt können wir Artillerie direkt draufhauen. Weil wir nah genug dran sind. Scharfschütze wechselt Oh, bisschen Position. weggehen. Nicht, dass wir zu nah dran sind. Ach komm. Bis jetzt geht's nur rundherum. Ah. Ein klein wenig Leben hat er noch. Yep, und dieses Leben reicht aus. Damit ich dann nochmal Haubitzen draufhauen lasse. Da kann man gleich schon gerade dem zuessen. Erwischt. Ja, dann nehmen wir gleich wieder hier ein. Hoffentlich kommen da nicht gleich welche rübergerannt. Bestätige. Bereit. Ja, lauft schön rein. Hoi. Ja, Scharfschütze hier! Hier, Scharfschütze! Alles klar. Ach ja, da haben wir doch noch ein paar erwischt. Bevor sie hierher laufen. Und das Unmögliche versuchen. Frontal gegen Panzer anzurennen. Immer die schlechteste Idee. Naja. Dafür haben wir Leben verloren an unserem Scharfschützen. Oh, Mörser. Ich stecke in Schwierigkeiten. Bin da. Kann ich? Nein, ist zu dunkel. Scharfschütze in Bewegung. Na, wer hat da
verstecke mich. Hier, Scharfschütze! Stehe unter Beschuss! Dann schieße ich aus der Hüfte. Ja, ja, ich verstehe. Ich kann den Punkt nicht einnehmen. Ich gehe. Wir werden mal nicht schießen. In Bewegung. Okay, hallo, kommst du mal? Hallo. Brecherangriff ab. In Bewegung. Ich muss nur in Haltestellung. So, denn bei denen kann man ausmachen, dass die schießen sollen. Was haben wir hier in dem Haus? Ein MG. Schießen wir erstmal auf das MG. Gut, lebt nur noch einer. Meine Scharfschützen tarnen sich sofort wieder. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Sie versuchen mich nicht los. Jetzt schnell weg, wegen Mörser. Man weiß ja nie. Okay, ich gehe ja schon. Bogeyman in Bewegung. Erstmal kurz abwarten. Denn es kann ja sein, dass die Leute hier die Koordinaten durchgegeben haben von uns. Man weiß es nicht. Haben sie aber anscheinend nicht. Gut, ich gehe schon. Wechsle Position. So, ich glaube, da ist wer. Wechsle Position. Kurze Lags hier gerade. Naja. Der wird mich nicht mal bemerken. Ja, aus der Entfernung. Oh, alle auf. Scharfschütze im Kampf gefallen. Mein Level Tollmensch. Warum lag's überhaupt gerade so? Keine Ahnung. Was soll das? Ich glaube, nach der Mission muss ich nochmal neu starten, okay, das Spiel. Dann werde ich ja sehen, an was es liegt. Ach ja. Ich muss mir jetzt beeilen, weil ich glaube, da läuft gleich Infanterie vorbei. Ja, ja. Und warum haben sie meinen Scharfschützen erwischt? Ich brauche noch einen, man weiß ja nie. So weit schnell vorbei. Weil mit dem kann man nicht rennen, wenn er in Tarnung ist. Wäre auch ein bisschen komisch. Dann... Ich begebe mich in Position. Ja, ist extrem unfair. Aber der Typ ist allein schon unfair. Und warum stehen die verkehrt rum? Der wird mich nicht mal bemerken. Auch das ist merkwürdig. Tarne dich, ja. Scharfschütze meldet Einsatzbereitschaft. Der wird mich nicht mal bemerken. Ach ja, ich habe automatisches Feuer ausgehabt. Ach ja. Du haust ab jetzt. Kommen die hier vorbei? Nein. Oh.